Hallo und willkommen zurück in unserer Zwergenfestung. Ich möchte euch wieder zu dem süchtigst machendsten Spiel begrüßen, das ich überhaupt kenne. Denn wenn man hier einmal drin ist, hört man nie wieder auf. Ich könnte 100 Folgen am Tag machen, wenn ich die Zeit von hätte. Heute möchte ich gerne anfangen damit, Schmieden zu bauen. Wir haben jetzt ein Anvil, also eine Schmiede erstmal. Die setzen wir unten zu unserem Smelter mit B, W und dann ist die Schmiede auf F, glaube ich. Ja. So, die tue ich auch mal hier unten rein. Weil die tue ich mal ruhig etwas mittiger. Da machen wir vielleicht zwei hin, aber eigentlich reicht eine. So viel werden wir wohl gerade die ersten Runden nicht schmieden. Trotzdem gehe ich mal hin und mache noch einen Stockpile drumherum mit Blocks und Bars. Der kann auch ruhig etwas größer sein. Da werden wir eine Menge lagern müssen. Wobei wir eventuell dann nochmal einen zweiten machen, das umlagern. Ich gehe mal von hier und dann bis zur Hälfte. So. Ja, machen wir mal ruhig die ganze Etage hier. Die ganze Hälfte. Ups. Ich meine natürlich. So. Stockpile Blocks und Bars von da nach da. So, mit S drauf. Mit Q drauf. Erstmal wieder reinkommen hier. Dann S. Blocks und Bars. Wir brauchen hier nicht eigentlich nur Metall. Der Rest kann erstmal alles weg. Kohle, aber lagern wir oben. Das brauchen wir nicht. Und Glas und Holz brauchen wir auch nicht. So. Metalle und Metallbarren, die wollen wir hier lagern. Ja, wobei die Metallblöcke vielleicht hier oben noch ein extra Lager verdient hätten. Dann machen wir das doch auch noch eben. Da haben wir es direkt ein bisschen sortiert, das ist, denke ich, ganz gut. So, Barren nicht, sondern Blöcke weg. Dann mache ich hier noch ein kleines P, Blocks und Bars hin. Ist ja auch nicht so, dass wir jetzt hier Platzmangel hätten und schon jetzt sparen müssen. Da können wir. Also eigentlich setze ich immer gern Lehm und Glas auch noch auf die Etage. Keine Ahnung, ohne besonderen Grund. Aber das können wir dann nochmal extra machen. Da sortieren wir das lieber jetzt ein bisschen besser direkt. So, Metallblöcke. So, hier Metallblöcke. Hier wird Kohle gelagert. Hier wird Metallblöcke und Kohle zu Barren gemacht. Und hier machen wir aus dem Barren dann schöne Sachen. Da werden wir jetzt am Anfang natürlich nicht so tolle Sachen machen, sondern erstmal ein paar Sachen zum Verkaufen. Aber das macht ja nichts, wir müssen ja noch trainieren. So, das war der erste Streich. Dann haben wir ja hier unten ein Holzlager gemacht. Und das ist, glaube ich, sogar noch gemischt gewesen. Ja, gemischt mit Holz und Stein, das wollen wir dann auch schon mal direkt entwirren. Ah, der ist sogar nur Holz. Gut, ich mache nochmal eins mit Holzstein hier hin. Für die ganzen Limestone-Blöcke. Achso, na, machen wir ruhig auf die Hälfte. Die, aus dem wir unser Zeug machen. Was ist das Weiße denn? Wir haben weißes Holz. Hier wollen wir unser Zeug draus basteln in den Masons. Also alle Möbel und solche Sachen. Deswegen tun wir hier mal alles verbieten, außer ich habe es vergessen, wie es sieht. Other Stone, müssen wir eben nachgucken, wie es heißt. Was hatten wir nochmal? Limestone, naja, habe ich, glaube ich, vor 5 Minuten noch gesagt. Aber egal. Other Stone, Limestone, Ilmenit, Markhase, gibt es ja viele Steinsorten. Und ich sehe es natürlich gerade nicht. Ist das ein ökonomischer Stein? Ach ja, stimmt, der war auch zur Stahlherstellung ganz gut. Okay, den lagern wir hier. Und dann machen wir hier oben direkt bei den Masons schon mal noch einen Stockpile, der dasselbe drin hat. Und der nimmt aber nur. Also der kann ruhig alles nehmen, aber den stellen wir jetzt so ein, dass er nur von den gelinken Stockpile nimmt. Dann drücken wir T
Und dann können wir den mit dem hier unten verbinden. So. Jetzt kriegt der Stockpile quasi seine Steine von dem Stockpile. Das heißt, egal was wir hier reintun, das ist das Einzige, was hier auf dem Stockpile landet. Und hier gehen wir jetzt hin. Ah, das ist der Brauerei. Also, ne, der, was hier auf dem Stockpile landet. Und hier gehe ich jetzt hin und drücke mit G. Und verbinde das mit den Mason Workshops. Somit gehe ich sicher, dass alles, was ich hier unten in meinem großen Steinlager lager, das Einzige ist, was benutzt wird von den Masons, hier in einem großen Steinlagerlager. Ja, man kommt ein bisschen schnell durcheinander mit diesen ganzen Ebenen. Ist aber Gewöhnungssache. Wenn das einmal steht und man das ein bisschen gemacht hat, dann geht's. Also alles, was wir uns entschließen, hier an Steinsorten zu lagern, wird nach oben geschafft und von den Masons weiterverarbeitet, die gerade Tische bauen und Throne. So, Kari ist kräftig am Mechanismen bauen. Pötte. Aber hier stehen auch schon wieder Pötte drin. Die nehme ich hier mal eben raus. Das können wir nicht so lasten die ganze Zeit. Oder wir finden uns damit ab, dass wir auch mal einen gelben Pott kriegen. Ist jetzt nicht so tragisch. Nur die Möbel, das sieht immer total dämlich aus. Rock Pott. Ich mache hier mal die drei per Hand eben rein, dann sind wir wieder klar. So, noch ein bisschen laufen lassen, sonst kommen wir gar nicht voran. Okay, was sagt unser Essenslager? Braucht noch hier unten. Wo bringe ich eigentlich die Häute hin? Habe ich direkt hier mit reingetan, ne? Ja, und hier Pötte. Leere Pötte. Haben wir im Moment noch gar keine. Da liegt der ganze Fisch rum, den wir vorhin gekauft haben. Soll alles noch verkocht werden? Läuft das noch? Ja, läuft sogar noch. Aber eventuell gehen uns halt gleich die Container aus zum Reintun. Also jedes Mal Essen kochen, diese gemischten Mahlzeiten, die brauchen immer einen Container. Wie viele Einheiten dann in den Container drin sind, das hängt von Qualität vom Kochen und von Qualität des Essens ab, glaube ich, mich erinnern zu können. So, wir haben 18 Zwerge mit 4 Tischen, mit 2 Tischen, da können wir dann demnächst auch mal erweitern. Und, nicht vergessen, darauf achten, ob der Händler rauskommt. Ich würde sagen, ich nehme das ganze Ding da dann auch mal direkt weg danach und fange schon mal mit der Zugbrücke an. Oder zumindest mit dem Burggraben, die Brücke bauen wir dann später drüber. Aber eine Sache noch, ich nehme mal eben hier nochmal einmal den Gather Plants Befehl und sammle mal hier noch so alles, was so kurz vor der Festung liegt. Bäume, sind da auch noch Bäume zwischen? Ich sehe, glaube ich, gerade keine, ne? Nee. Die hatten wir, glaube ich, schon gefällt. Ja, gut. Gut, ich wollte mal eben gucken, was das für ein weißes Holz ist. Das kenne ich noch gar nicht. Also weiß kenne ich nur hier diese... Ach, das sind die Tower Caps. Okay, ach stimmt, die hatten wir gekauft. Hatten wir die gekauft? Oder haben wir die mitgeliefert gehabt? Mal eigentlich sind wir noch nicht so weit, die zu kriegen. Oh, hier habe ich noch ein bisschen angefangen, Treppen zu buddeln. Da mache ich doch mal die Ecke direkt voll. Ich gehe hier oben in die Mitte zur Sicherheit. Da habe ich mich nämlich auf jeden Fall nicht verzählt. Dup, 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 dup. Und fertig. Gut. Ja, dann können wir eigentlich mal anfangen. Haben wir schon Charcoal gemacht? Ja, das ist schon wieder leer. Dann mache ich mal direkt noch eins Haufen. Also 10 Stück sind da immer, dann ist das Ding voll. Und dann könnten wir eigentlich anfangen, schon mal hier was zu schmelzen, wenn wir da schon was hätten. Wir hatten doch was. Wo ist das hin? Oh, das war aber nicht das, was wir hier oben verschleifen, oder? Nee. Nee, nee, nee. Salpeter nicht. Warum liegt hier noch so viel Limestone? Haben wir das hier noch an? Ich guck mal kurz. Das sollte nämlich aus sein. Keine Steine. Na, okay, das geht. So, ich schaue mal eben in unserem Stockpile. Überhaupt mal eben gucken, essen, trinken. Boah, das geht, glaube ich, für 18 kommen wir noch gut klar. Mal einen Blick auf das. Wir haben einen Donkey Fallen als Haustier. Ach nee, das ist das. Das Vögelchen ist ein Haustier von Tragebock. Und ansonsten aber ziemlich viele Puppies, ein Kamel und ein Rooster. Und ein Puppy soll noch geschlachtet werden. Warum das gerade nicht passiert, weiß ich nicht. So, ich wollte mal eben in den
in den Stocks gucken, nach unseren Steinen. Da hatten wir doch noch ein paar Sachen, die wir schon einschmelzen konnten, meinte ich. Wir sehen, wo sind denn hier? Ich bin blind heute. Cabinetsquiver, Large, Glob. Glob? Was zum Teufel ist ein Glob? Ach so. Ja, quasi Butter. Das, was wir aus dem Fett der Tiere gemacht haben. Stehen die Steine eventuell unter Stone und nicht da unter? Sandstone, nee, Economic Stone war schon richtig. Ah, die hatten wir verboten. Limonit hatten wir. Und ich meine, das andere war Tetrahydrit. Lassen wir die mal auf. Wir haben ja die Masons eingestellt, dass sie das nicht benutzen dürfen. Ist eigentlich nur noch er hier, der was anderes nimmt. Und den lasse ich auch mal frei. So, und jetzt müssten wir hingehen können und sagen. Nein, geht immer noch nicht. Da müssten, haben wir doch was. Ach, Struck, könnte das heißen, dass wir es nur. Haben wir das noch gar nicht ausgebuddelt? Haben wir das vielleicht nur entdeckt? Hämatit. Was ist hier? Limonit. Hier, Source of Iron. Es liegt hier rum. Oder haben wir vielleicht noch gar keine Kohle gemacht? Habe ich das nur geträumt? Ich hätte Kohle in Auftrag gegeben. Kohle macht man, also Holzkohle macht man aus Holz. Und es gibt aber allerdings auch noch Kohle zu finden. Das haben wir aber noch nicht. Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist auch gar nicht so groß, dass man tut. Im Normalfall würde ich sagen, muss man mit dem Holz klarkommen, was man hat. Aber das tun wir auch. Sollte eigentlich passen. Gerade am Anfang ist das ja noch nicht so das Problem. So, hier der Raum ist noch nicht ganz fertig. Wir könnten mal ein paar Wheelbarrows für den Steinbunker machen. Wenn das hier gleich fertig ist, ja, lassen wir es erst nochmal laufen. Der Dale ist bestimmt gerade am Holz hacken. Schauen wir mal, was er so tut und wie er sich fühlt. Haben auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Wo ist er? Er trinkt was. Er ist ganz zufrieden im Moment, also eher mittelmäßig. Sie war sehr befriedigt bei der Arbeit. Hier, da ist ein S zu viel komisch. Hat in einem fantastischen Dining Room gegessen, in einem guten Bedroom geschlafen, wurde vom Regen erwischt und wurde von furchtbaren Ungeziefer genervt. Aha. Wo das denn? Haben wir Ungeziefer in unserer Höhle hier? Gar nicht mal, eigentlich gar nicht. Ja, doch, guck mal da, ganz viel. Ob das damit zusammenhängt? Ein Schwarm Fliegen. Ich hoffe, hier verrottet nichts. Sollen wir eben in die Küchen reingucken. Mit Tee kann man in Hen-Egg-Stew und Hen-Egg-Stew. Ganz viel. Und hier liegt noch ein bisschen Tallow drin, das auch noch nicht abgeholt worden, aber Schlachterei und Dings sind leer. Laserbocker haben wir noch nicht. Das wird dann gebaut, wenn ich einen zuteile. Brauchen wir im Moment auch noch nicht. Ja, mal gucken, warum das nicht abgeholt wird. Haben wir eventuell kein Pot? Oh, doch, der Pot müsste aber eigentlich. Ah, ne. Noch kein Pot fertig gewesen. So, also mit der nächsten Welle müssen wir auf jeden Fall dann nochmal ein paar. Noch einen Carpenter und einen Mason dazu tun. Die sind ja doch ziemlich aufgeschmissen. Ah, die Kaserne, die Karawane bricht auf. Und sie kommt sogar noch durch. Wenn die raus sind, fange ich da an zu buddeln, glaube ich. Erstmal eine Etage tiefer, dann kann man immer noch da durch mit den Wagen. Aber wir sind schon mal sicher, dass da nichts mehr wächst. Machen wir da ein 3x3 großes Feld. Oder können wir ruhig ein bisschen breiter machen. Da werden automatisch, wenn man das einfach so channelt. Also zeige ich euch jetzt sofort. So, müssten alle raus sein. Warten wir mal eben, bis der Zwerg drin ist. Ich meine, spielt eigentlich keine Rolle, aber. Mit Channel hüllt man ein Feld quasi komplett aus. Wenn ich meine, dann wird nur die Wand weggehauen und Decke und Boden bleibt quasi stehen. Mit Channel wird beides weggemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, Channel mir das hier, dann habe ich hier ein Loch. Dann geht es hier ein tiefer. Automatisch werden an den Rändern
Rampen gebaut, wie hier am Berg. Oder könnte ich vielleicht nochmal ein bisschen großräumiger die wegmachen, wenn wir soweit ausbuddeln. Nicht, dass wir böse Überraschungen oben plötzlich von oben kriegen. Und, also die können dann hier noch weiter durch, bis wir die Rampen da auch wegmachen. Das machen wir dann aber erst, wenn wir die Brücke fertig haben. Aber ich kann ja schon mal eben gucken, dass wir vielleicht einen Schalter finden. Unter Groß T und L ist der Lever. Das sind Schalter, die kann man mit Fallen verbinden, mit Türen, mit Käfigen oder halt auch mit Brücken. Und die machen, führen dann halt eine Aktion aus. Ich setze den für die Brücke mal in die Mitte. 14 Mechanismen haben wir, drücke ich mal X. Da kann man sich dann jetzt hier die einzelnen aussuchen. Und leider hat Kari wieder nur ziemlich schlechte gemacht, aber ein Plus ist dabei. Den nehmen wir für unseren Schalter schon mal. So, den Rest verticken wir dann nachher an den Elfen. Das sind ja alle Steinmechanismen. Solange das kein Holz ist, ist das kein Problem. So, was ist hier noch für... Die Viecher verhungern alle. Wollen wir die direkt... Ich will die, glaube ich, direkt schlachten. Ja, komm mal, die machen wir weg. Besser als draußen die rumstehen zu lassen. Ich meine, könnte man auch noch tun, aber... Muss ja... Oh, nicht hier, Wabel. Wir wollen keine Haustiere. Wir wollen das Zeug weg haben. Dich auch. So, ich überprüfe mal die Hände. Die können eigentlich hier bleiben. Wie ist hier der Pen and Page? Der sieht ein bisschen voll aus. Ich bin versucht, Wachhunde aufzustellen. Hier oben. Oder zumindest einen. Na, ich warte noch ein bisschen. Bis wir noch ein paar mehr Hunde haben. Wenn die erste Generation ausgewachsen ist, dann stelle ich 2, 3 Wachhunde um unseren Eingang auf. Die haben halt, die sehen halt früher dann die Eindringlinge kommen. Dann können wir die auch schon sehen. Vor allen Dingen können die auch Diebe aufdecken, was ganz praktisch ist. Am Eingang vom Dungeon, weil die meistens abhauen, wenn man sie sofort erwischt. So. Gut. Das läuft, das läuft, das läuft. Trade Depot wird noch aufgeräumt. Da, jetzt wird hier schon angefangen zu channeln. Gleich haben wir das Buschproblem und das Baumproblem schon mal beseitigt. Aber mit den Ungeziefern müssen wir noch mal gucken. Müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Wenn das zu viel wird, dann müssen wir das gegen tun. Eigentlich hat so viel gut wie jeder Zwerg mitunter die Aufgabe, diese Viecher wegzumachen. Glaube ich. Müssen wir mal eben. Ich kontrolliere das mal eben, bevor ich hier nachher Blödsinn erzähle. Das Feld und Outer Jobs. Ich meine, es gehört zum Cleaning. Oder Helke? Nee, ne? Nee, ich meine, das gehört zum Cleaning-Job. Ja. Könnte ich vielleicht nochmal eben Dwarf Therapist gucken? Da ist es, glaube ich, extra aufgeführt. Ah, ne. Small Animal Desertion ist das. Schauen wir mal, wer könnte denn da gut... Dann teilen wir da schon mal einen ein, bevor das hier entartet. Da gucken wir mal, suchen wir uns ein paar raus, die nicht so viel zu tun haben. Also am besten die Hauler. Haben wir nur noch einen Hauler? Ne, da ist auch noch einer. Haulbock und Tragebock. Ja, ihr dürft jetzt euch darum kümmern. Das ist unter Hunting Related Small Animal Dissection. Da einmal und... Du auch mal. Einen hatten wir zwar an. Und zwar die Anna macht das auch schon. Aber wenn das hier so ein Problem ist, dann machen wir lieber ein paar mehr. Es sollte nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und sauber ist besser. Gut. So, hier haben wir noch ein Stückchen nicht gemeißelt. So. Und was habe ich denn da gemacht? Da fehlt ja noch eine Mauer. Ach, B, C, W. Oh, da kommt man eben... Ah doch, da kommt man von der anderen Seite dran. Hab ich... Ah, jetzt weiß ich nicht, ob ich Limestone genommen habe. Also wahrscheinlich, denke ich mal, ja. Es steht immer das oben, was am nächsten liegt. So, hier passiert reichlich wenig noch. Trotzdem gehe ich schon mal hin auf O und schalte mit X die... Ach, steht schon auf Sum.
Na, dann können wir das so lassen. Hier kann man einstellen, wie viele Nachrichten man bekommen möchte, wenn Jobs gecancelt werden. Also bei Most und All ist ziemliches Gespam. Ich lasse das meistens auf Some. Und hier kann man auch übrigens andere Sachen einstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. Zum Beispiel, dass alle Zwerge harvesten dürfen oder nur die mit Skin. Skill dafür und ich kann einstellen, was mit den Leichen draußen passiert und mit den anderen Sachen. Ah, ich könnte schon mal neue Betten verteilen. Gucken, ob wir da schon ein paar gute haben inzwischen. Oh ja, eins. Aber immerhin, eins ist besser als keins. Habe ich die Betträume, habe ich zugeteilt? Naja, da steht keins mehr leer. Gut, da brauchen wir natürlich auch demnächst jetzt mal mehr. Wir sind ganz schön fix mit der Mauer. Mit dem Mauerbau da. So, ja, Steine werden so langsam mal sortiert. Gut, ich würde sagen, für diese Folge verabschiede ich mich mal und sage bis zum nächsten Mal, euer Schombock.